zu Doppelsprosse mit Kevin G. Wir machen heute selbstgemachten Kokosjoghurt mit Orkus, Kokos, Nüssen. Und ich spreche die jetzt auf und danach werde ich eine Schüssel nehmen und das Fruchtfleisch herausfiltern. Fange jetzt erstmal an, erstmal abtasten. Und jetzt ist die offen. So sieht die jetzt aus. Ja, und das Fruchtfleisch werden wir für den Kokosjoghurt verwenden. Und damit werden wir leckeren Kokosjoghurt machen. Ja, herzlich willkommen wieder zum selbstgemachten Kokosjoghurt. Ich habe die Kokosnuss jetzt aufgebrochen. Und ihr seht jetzt, wie cremig das Fruchtfleisch von Orkus ist, viel cremiger als andere. Man sieht jetzt schon hier die Schale. Jetzt mache jetzt nicht alles rein. Und ja. So, das ist jetzt der selbstgemachte Kokosjoghurt und dabei haben wir jetzt die ganze Masse reingefüllt und das wird dann in ein paar Minuten fertig sein. Dann nicht in ein paar Minuten, aber ein paar 16 Stunden bis 24 Stunden lassen wir das fermentieren und dann sagen wir euch das Ergebnis im letzten Teil des selbstgemachten fermentierten Kokosjoghurts. Jawohl.